Ey Leute, was geht? Spooky ist am Start. Das ist Call of Duty Ghosts. Und heute machen wir mal was anderes. Und zwar spielen wir Blitzangriff auf Tremor. Das erste Mal, wo ich das rekorde. Und das dritte Mal, glaube ich, wo ich überhaupt Blitzangriff spiele. Aber vorher möchte ich noch was loswerden, bevor wir auf den Modus ein bisschen eingehen. Nämlich, ich wollte das hier live at war machen, also quasi mit Live-Commentary. Hatte es auch gemacht mit Live-Commentary, nur leider ist der Ton unbrauchbar wegen technischen Schwierigkeiten. Deswegen kommentiere ich es jetzt nachträglich. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Kommen wir zum Gameplay. Ja, Blitzangriff ist ein Modus, eigentlich eine Art Captured Flag. Sage ich jetzt einfach mal so. Allerdings muss man keine Flagge sammeln und die zu seiner Flagge zurückbringen, so wie es eben Captured Flag mäßig abgeht. Man muss hier durch das Ziel durchlaufen einfach und dann spawnt man wieder bei sich im Ziel. Allerdings ist das, hört sich jetzt ziemlich simpel an und langweilig. Allerdings, ihr habt ja gerade vielleicht gesehen, dort hinten am Ziel ist eine Zeit weggelaufen. Also man kann da nicht unentwegt durchrennen einfach, wenn da jetzt 4 Leute an dem Ding sind. Haha, hast du nicht gesehen, ne? Zack, zack, zack. Und der zweite. So, hier durch. Und jetzt seht ihr da links die Zeit runterlaufen. Diese 10 Sekunden muss man warten, bis man wieder durch kann. Also man kann da jetzt nicht mit dem ganzen Team durchspringen. 8 Punkte werden benötigt. Dann gibt es Halbzeit. Oder eben, wenn die Zeit abläuft. So. Und man bekommt auch einen Abschuss dazu gezählt. Also unten in die Abschussreihe. Wenn man da durchläuft. Das ist natürlich super toll. Und dann wird hier mal ein bisschen gebrettert. Und jetzt haben wir direkt mal ein Heli. Mehr habe ich hier leider noch nicht. Ich habe auch keinen Marathon und Gleichgewicht immer noch nicht hier in der Klasse, weil das eben der frisch gebackene neue Prestiger war. Also Level 9 oder so war er jetzt. Da hatte ich das ganze Zeug noch nicht. Haben wir leider auch noch einen Tod gefeiert. Aber okay, wir hatten ja den Heli, der übelst aus sich rausgeht. Ah, jetzt, ja. Ja, und der Modus ist eigentlich schon cool, allerdings kann der auch ekelhaft gespielt werden. Hier wieder einen Punkt geholt. Man kann natürlich auch einfach an seiner Flagge alles zucampen, dass da keiner durchkommt. Aber das ist sicherlich nicht die Methode, die zum Sieg führen wird, sag ich jetzt mal so. Es sei denn, man hat nachher 800 Abschussserien am Laufen, aber irgendwie kommt immer irgendwann mal einer durch. Danke, dass du mir den Vortritt lässt. Er weiß, wer der Boss ist, der macht Platz für den Boss. Ihr seht, ich habe jetzt schon 9 Abschüsse, ein Tod und 4 Eroberungen. Kann sich ja schon sehen lassen. Und steht 5:0 für unser Team. Also das Gegnerteam ist auch nicht gerade besonders gut anscheinend. Irgendwie ist auch gar keiner hier an den Punkten beschäftigt. Ich kann ja fast schon eine Abschussserie holen, einfach durchs Punkterennen hier. 5-mal das Ding erobert. Aber der Modus macht schon Bock, wie gesagt. Schade, das ist kein Live. Es wäre ein schönes Live-Commentary gewesen. Ich hatte schöne Kommentare von mir gegeben. Na, leider unbrauchbar. Nicht einen einzigen Ton konnte man verstehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. So, und da haben wir die erste Runde gewonnen. Und ihr seht, die Punkte sind auch nicht schlecht, die man dann bekommt, wenn man da mal ein bisschen abgeht. Abgehen, Leute. Ja, und ihr seht auch, es sind 5 Gegner dran. Ich weiß nicht, kurzfristig sind mal ein paar rausgegangen und so. Aber irgendwie, die sieht man überhaupt gar nicht auf der Map. Und dann geht's in die Runde 2. Ja, wieder 8 Punkte, also bis 16 maximal. Sollte man eigentlich gewinnen. Zumindest sollte man das meinen. Natürlich ist auf dieser Seite jetzt ein bisschen nochmal anders, da muss man sich zuerst mal orientieren. Ich sag hier direkt mal gefailt, MTA-Problematik noch. Mit der muss ich noch lernen, noch etwas besser umzugehen, obwohl es mittlerweile schon einigermaßen geht. Aber auf längere Distanz habe ich trotzdem noch Probleme mit der Waffe. Bop, 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 nochmal geholzt. Super, fängt ja gut an diese Runde. 2 Tote, sonst nichts gerissen. Das muss sich ändern. Und da ändert sich's doch. Schon mal den ersten Kill. Dann geh mal rüber da. Da unten kommt einer hoch. Oh, das ist immer typisch für mein Team. Die stellen sich mir genau in den Weg. Gut, jetzt hat er sich für mich geopfert. Kann ich gar nicht schlecht heißen. Aber
Ich konnte dadurch auch den Gegner nicht sehen und habe ein bisschen viel Muni verbraucht für meine Begriffe. Bis ich den getroffen habe. Aber das ist immer so typisch, auch wenn ich so eine Position habe, die ich kurz halten will, weil ich eine Abschussserie am Laufen habe oder so, dann kommt irgend so ein Jockel von meinem Team und stellt sich dann eiskalt dorthin und nervt die Menschheit. Zack! Jawohl, da haben wir wieder EMS. Ja, macht dann meistens noch ohne Totenstille, macht Lärm wie eine Drecksau, dann wollen die den abschießen und treffen mich. Kennt ihr diese Erfahrung? Ihr habt so kurz, ihr seid kurz vor einer geilen Abschussserie. Ja, den wollte ich eigentlich noch holen, aber da bin ich in den Punkt reingelaufen. Ihr steht kurz vor einer geilen Abschussserie, wartet irgendwo, ganz gediechen, nichts riskieren. Und dann kommt ein Teamkollege zu euch, macht eine Totenstille, einen Mörderlärm. Hier wollte ich eigentlich das EMS aufstellen, weil dort gehen sie immer durch. Und dann hatte ich aber die Trinity in der Hand, weil ich die gerade schon frei hatte. Das war natürlich auch gut. Vor lauter natürlich auch nur einen getroffen. Ja, und dann kommt ein Teamkollege, macht Lärm oder ballert raus und die wollen eigentlich auf den schießen und treffen dann dich. Und du bist einfach tot. Und dann könntest du so reiern und verfluchst dein gesamtes Dreckshuren-Team, das immer wieder dir am Arsch hängt, weil sie nicht wissen, was sie alleine machen sollen. Sie laufen eigentlich quasi nur dir nach, um zu gucken, was du machst. Ja, mach du mal, wenn du drauf gehst, ja gut, dann können wir ja reagieren. Ja, und versauen dir dann das Spiel damit eigentlich. Und die Möglichkeit, was richtig Dickes zu reisen. Das ist natürlich dann traurig. Und hier der zweite Heli. Da fliegt der wieder. Juhu! Im Anhang gibt es übrigens diesmal einen schönen Messerkill mit dem Kampfmesser. Also nix in Suchen und Retten auf Warhawk. Ja, da habe ich mal ein bisschen einen auf Batman gemacht. Und da gibt es noch eine ganz coole Killcam. Eigentlich nichts Spektakuläres. Aber ja, man kann es sich anschauen. Reicht für hinten in das gewohnte Outro. Aber der Messerkill ist eigentlich schon cool. Das ist richtig wie so ein Ninja. So, 16 zu 3. Ich glaube, 17 zu 4 geht's aus. Ja, ich bin hier nochmal eins vom EMS. Ja, genau, ich glaube, da kacke ich ab. Und 10 Punkte habe ich erobert. Ah, hier, ja, genau. Der Messer-Henny, den habe ich auch übelst verschollen. Schade, dass man das jetzt nicht mehr hört. Live-Commentary. Warum er überhaupt eine Waffe mit sich rumträgt. Ach ja, und hier hätte ich noch schön den Abschlusskill. Hat mir mein Heli den... Ja, nein, Quatsch. Es geht ja gar nicht um den Kill. Es ging ja hinten um die Dings, um die Eroberung. So, aber da haben wir einen schönen Heli-Kill in der Abschlusscam. Jawohl, schön siehst du aus, Heinz. Du bist mein Freund. Und ihr seht, 17 zu 4 und 10 Eroberungen, 2400 Punkte. Der zweitbeste mit 1330, ich denke, da haben wir deutlich gemacht, wo wir in der Nahrungskette stehen. Ja, das war das erste Spiel des Tages, also Blitzangriff. Und ich habe eigentlich nur deswegen gespielt, wegen dieser Herausforderung, weil ich die packen wollte. Viel Spaß beim Anhang. Bye bye. Bestätigt. Ausgezeichnet, Team. Bereit machen für die nächste Runde.